lass doch der Kopf nicht hängen. Läf, läf, läf. Und um das, wo die Herz dran kläf, kläf. Es ist Weiberfastelaufend, oder auf Hochdeutsch, falls uns jemand in München zuguckt. Es ist Weiberfastnacht und ich bin nominiert. Wer da lacht, ist hier drin, meine Freundin Gabriella Christ. Die kommt gleich noch ins Spiel. Ich bin nominiert für die Aktion Solidarisch. Eine Aktion, in der es darum geht, den Friseurinnen und Friseuren dieser Welt, die im Moment ihren Job nicht ausüben dürfen, ein bisschen Ehre zu zollen. Und dazu haben wir uns hier getroffen, auf dem heiligen Rasen des 1. FC Köln. Wir sind im schönsten Stadion der Welt, im Rhein-Energie-Stadion zu Kölle am Ring. Aber man darf die Rasenfläche eigentlich ja nicht betreten. Betreten der Rasenfläche verboten steht hier. Lutz Wingenrath, das ist der Chef hier vom Stadion, hat mir erlaubt, mich hier an die Seite zu setzen. Und mir zur Seite steht jetzt die Frau, die mich nominiert hat. Sarah Milena Imhoff. Hallo. Filmfrau, da ist sie. Noch auf genügend Abstand. Ich setze gleich die Maske auf. Keine Angst. Also Sarah ist keine gelernte Friseurin. Sie wird unter Anleitung, kann man jetzt nicht sehen in dem Sonnenlicht, blend mal gleich ein, unter der Anleitung von Gabriella, mit der ich schon eine Reihe von Kochbüchern geschrieben hat, wird Sarah gleich schneiden. Und Kochen ist unser aller gemeinsames Hobby. Sie macht die ganzen Filme mit Martina und Moritz beispielsweise. So, ich nehme jetzt Platz, werde mir die Maske aufsetzen. Sarah, es kann losgehen. Kann losgehen? Ja. Fangen wir mit dem Umhang an. Umhang, bitte. Dann wollen wir mal. Alles klar. Also, Umhang ist um. Ich habe folgende Utensilien. Ich glaube, die nennt sich Epilierschere. Epilierschere? Okay, die tun wir weg. So, womit fange ich an? Ja, wir haben ja vereinbart, der kriegt einen Undercut. Oh, ja. Was ist ein Undercut? Oh, Henning, das wird dir super stehen. Einfach so, ne? Aber ich nehme das jetzt ganz ernst. Muss ich vorher anfeuchten? Soll ein bisschen ansprühen, genau. Es wird kalt, ein bisschen. Achtung. Achtung. Oh Gott. Sarah, ja? In deine Hände lege ich mein ganzes Vertrauen. Ich bin ganz vorsichtig und es wird nicht wehtun. Das hat ich. Jesus auch mal zu seinem Vater gesagt. Okay, so richtig bis hierhin? Ja, bis dahin richtig. Nimm okay. Mal die Schere in die Hand. Oh, okay. Jetzt geht's ans Eingemachte, Henning. So? Und die anderen zwei Finger liegen. Genau. Und wenn du jetzt meine Haare siehst, nimmst du vom Henning eine Strähne. Ja. Sie zwischen. Zeigefinger und Mittelfinger. Okay. Das, was drüber ist, in der Mitte schneidest du ab. Ist das so richtig? Gut, genau. Und da soll ich jetzt so die Spitze schneiden. Oh. Tat weh? Tat weh? Tut schon weh. Es war das erste Mal. Ja, Sarahs Haare wurden schon von Doc Esser geschnitten. Ja. Und der hat es aber. Ich habe jetzt einen Bob. Ja, ziemlich übertrieben. Ja. Der hat ja doch irgendwie 10 cm. Ja, hat er 10 cm und heißt jetzt auch für mich Dr. Bob. Dr. Bob. Dr. Bob. Also, es klingt gut, was du da machst. Ich bin sehr gespannt. Ich habe bis jetzt noch kein Veto. Übrigens würde ich gerne dem Doc Esser mal sagen, das nennt sich Spitzenschneiden, was ich hier mache, im Gegensatz zu dem, was er bei mir betrieben hat. Ich finde, du schneidest auch spitze. Das ist, machst du echt spitze. Du hast Knoten in der Haare, Henning. Wer hat mir die denn da reingemacht? Okay. Und die ziehst du jetzt ein bisschen nach oben. Ja. So? Genau. Ah, okay. Frau Imhoff, sehr behutsam, sehr schön. Eigentlich bin ich ja happy. Ich meine, das ist doch toll. Wunderbar. Was hättest du denn normalerweise für so einen Herrenhaarschnitt jetzt genommen? Hau rein, du kannst jetzt auch ruhig draufschlagen. Du kannst jetzt Geld verdienen. Ich muss da gar nicht draufschlagen, da ich nicht zu den ganz preiswerten Friseuren gehöre, sondern zu den Qualitäten. Kostet die ganze Nummer 32 Euro. Ne, 33, komm. Also wir haben Karneval. Pass auf. Jetzt habe ich mir gedacht, ihr legt da nochmal 3 Euro drauf und Das geht an die Spende für die Künstler. Oh, oh cool. Super. Die Aktion läuft ja heute. Gut. Ja, super. Schön. Das ist eine coole Idee. Aber die dürfen wir auch nicht vergessen. Ja. Okay, dann lass mal was Schönes draus machen. Wir sind 3 Leute, dann machen wir 44 genau. Euro. Machen wir auf jeden Fall. Ich leg auch noch was drauf. Dann geben wir mal 5. Gabriella, dir sagen wir schon mal Dankeschön. Alles Gute, dreimal von Herzog Kölle. Alaf! Kölle! Alaf! Kölle! Alaf! Solidarisch, geil. Lass doch der Kopf nicht hängen. Läf, läf, läf. Und um das, wo die Herz dran kläff, kläff, kläff. Hör die
Jawohl. So. Bin ich wieder trocken? Ja, du bist wieder trocken. Vielen Dank, Sarah. Ich kann es ja selber noch nicht so richtig sehen, aber ich gehe mal davon aus, dass alles in Ordnung ist. Und das Tolle ist, wir sind erstmal aus dem größten Frisiersalon der Welt, dem Rhein-Energie-Stadion, raus und durften auch noch zur Krönung des heutigen Tages in die Loge von Lukas Podolski. Liebe Lukas, liebe Poldi, herzlichen Dank dafür. Jetzt jedes Drum, ihr Lieben. Ich glaube, ich habe jetzt noch eine wichtige Aufgabe zu erfüllen. Dazu sollt ihr alle meine Lippen sehen. Hanne, die sieht man ja nicht. Das ist furchtbar mit diesen Masken hier. Er ist noch dran, der Schnauzer. Dann wird er immer feucht unter so einer Maske und dann hängt er runter wie bei einem Walross. Ich nominiere, nachdem ich jetzt hoffentlich einigermaßen onduliert bin, zunächst einmal meinen Freund Martin Schops, der auch in den kommenden Tagen noch ein bisschen karnevalistisch unterwegs ist. Ein Comedian und Büttenredner. Der hat zwar nicht mehr so ganz so viele Haare auf dem Kopf, aber er hat einen Vollbart, der müsste auch mal wieder unters Messer. Also Martin, du bist dran. Dann nominiere ich des Weiteren eine sehr, sehr nette Kollegin. Anne Gladbach. Sie ist das Huhn bei den Höhnern. Sie hat in dem großen Wettbewerb gewonnen und singt jetzt gerade ein Lied, das da heißt, irgendwann sind wir uns wieder, irgendwann sehen wir uns wieder. Das könnte man der kompletten Friseurübung widmen. Es ist ja bald soweit. Ab dem 1. März, toi toi toi, so Gott will, dürfen die Friseurinnen und Friseure wieder arbeiten. Hoffen wir mal. Last not least, ein dritter im Bunde, ein freier Journalist, der unter anderem für Radio Köln moderiert, mit dem ich in den vergangenen Wochen viel zu tun hatte beim Radio Köln Adventskalender. Dominik Becker, liebe Jungen. Du bist auch reif. Also lasst dir die Haare schneiden, sucht euch den Friseur, die Friseurin eurer Wahl, die das Ganze überwacht. Hoffentlich habt ihr genauso viel Glück, wie ich hatte mit Sarah Milena Imhoff. Ich glaube, du hörst das richtig gut, die Wartmädchen. Herzlichen Dank dafür. Da hinten an der Wand, beim Poldi, beim Kölsch Jung steht sie noch. Also, wir hoffen, dass die Aktion weitergeht. 2,5 Wochen sind noch, dann dürfen die Friseure wieder arbeiten und auch die Friseurinnen. Vielen Dank für Zuschauen. Ich fand es eine klasse Aktion und 44 Euro mehr auf dem Konto derjenigen, die es jetzt echt verdient haben. Alles Gute. Danke, Sarah. Bitteschön. Ach ja, und noch was, den Hut, den hätte ich gar nicht gebraucht.